Herzlich willkommen zu dem Tutorial Zeichnen mit Canvas und JavaScript. Mein Name ist Frederik Weitz. So, wir hatten das letzte Mal eine Animation vorbereitet und die wollen wir jetzt auch tatsächlich auf den Bildschirm bringen. Und wir wollen einen roten Ball entlang einer Kreislinie rumfliegen lassen, so dass der rote Ball also hier so immer weiter an dem Kreis entlang herumfliegt oder sich darauf positioniert. Und dazu müssen wir den Mittelpunkt des Kreises müssen wir so berechnen, dass wir die Koordinaten immer von der Kreislinie haben. So, und wie macht man das? So, dazu gibt es zwei mathematische Funktionen oder Operatoren, wie man das nennt, nämlich Sinus und Cosinus. So, und das habt ihr mit Sicherheit schon mal gesehen. Strom zum Beispiel macht so eine schöne Sinuskurve. Und genau dasselbe könnte man dann eben auch sagen vom Cosinus. Das sieht ein bisschen, das sieht genau gleich aus, die Cosinuskurve. Die ist bloß versetzt. Also sie laufen gegenläufig. So, das kann ich euch auch nochmal zeigen. Jetzt möchte ich euch erstmal zeigen, wie man damit den Mittelpunkt von dem Ball berechnet und dann eben sozusagen immer die Kreislinie entlang fährt. Das ist relativ einfach. So, und ich habe versucht, das Ganze so zu erklären in verschiedenen Versionen dieses Videos, dass das einfach nachzuvollziehen ist. Aber es ist tatsächlich, wenn man versucht, das ganz ohne Mathematik zu machen, ohne Formeln, dann wird das schwierig. So, als erstes definiere ich mir eine Variable i, die setze ich auf 0. Wozu wir die brauchen, sehen wir gleich. Und dann eine Variable x, die setze ich auch mal auf 0. Und eine Variable y, und auch die setze ich auf 0. Wobei man das nicht machen müsste, weil wir die gleich definieren werden. So. Dann gehe ich in meine Funktion hinein, zeichne etwas und hier weise ich jetzt meinen x-Wert, weise ich folgende Formel zu, math, das ist die Bibliothek, .sin, das steht für Sinus, und den Sinus lasse ich errechnen aus der Variablen i. So, und i werden wir, das kommt auch noch dazu, gleich hochzählen. Und dann verändert sich immer der Wert, der hier ausgerechnet wird, der Sinuswert. So, math, y errechne ich auch mit math.cosinus und i. Und das ist schon das erste gewesen. Das zweite, was ich mache, ist, dass ich hier unten beim Arc-Befehl, der uns also den Kreis zeichnet, nicht einfach den Mittelpunkt nehme, 180 und 180, sondern ich errechne den Mittelpunkt plus x für die x-Achse und plus y für die y-Achse. Und das heißt, hier wird jetzt der Wert von aus der Errechnung des Sinus von i und des Cosinus von i wird hiermit dazu gerechnet. So, das ist das Erste. Dann schreibe ich hier unten hin, dass i hochgezählt wird, und zwar um ein Zwanzigstel oder .05. Und jetzt läuft das Ganze eigentlich schon, aber ihr werdet gleich sehen, das macht noch nicht besonders viel. Und ich zeige euch das jetzt mal. So, upsala. So. Und wir könnten jetzt irgendwie, also wir sehen so ein bisschen, dass sich das bewegt, dass das so hier ein bisschen was gezeichnet hat, aber nicht viel. Und warum das jetzt noch nicht so viel zeichnet, das liegt einfach daran, dass der Sinuswert zwischen 1 und minus 1 ist und der Cosinuswert ebenfalls zwischen 1 und minus 1 ist. Naja, und dann könnt ihr euch vorstellen, dass 180 plus 1 und 180 minus 1, das gibt nicht gerade so einen besonders großen Effekt. Und das kann ich aber beheben, indem ich den
errechneten Sinuswert einfach mit dem Radius mal nehme. Bei dem Cosinuswert auch. Und damit habe ich sozusagen aus dem 1 und minus 1 habe ich einen Wert gemacht, der bis zu 150 geht, beziehungsweise bis zu minus 150. Und dasselbe gilt eben auch für die Cosinusfunktion. So, speichere das Ganze ab und ich gehe wieder in meinen Browser hinein. Und so, und jetzt seht ihr, läuft der Kreis mit einem Radius von 150 Pixeln vom Mittelpunkt aus gesehen, der hier nicht zu sehen ist, aber ihr könnt das ja erahnen, mit 150 Pixeln und ergibt dann einen Durchmesser im Kreis von 300 Pixeln. Bedenkt bitte dabei, dass der Ball für sich selber auch nochmal 10 Pixel breit ist. Das heißt, der Innendurchmesser ist 295 und der Außendurchmesser ist 305. Gut, so schön, so gut. Aber uns fehlt noch etwas, nämlich wir wollen hier den Ball fliegen lassen und nicht eine Kreislinie gezeichnet haben. Wie man das macht, das erzähle ich euch im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und noch ein kleiner Tipp dazu. Geht ins Internet, sucht euch mal nach oder schaut euch mal nach Errechnung der Kreislinie, schaut euch da mal um. Auf Wikipedia gibt es dort einen sehr schönen, leider aber auch sehr mathematischen Artikel, der erklärt das, finde ich, sehr gut. So, und schaut euch da mal um. So, mir selber war das jetzt hier im Video, das ganz genau zu erklären, zu mühsam. Da hätte ich 3 Videos gebraucht, weil das ist schon eine relativ komplexe Sache. Gut, nichtsdestotrotz hoffe ich, hat euch das Video weitergebracht. Und wenn es euch gefallen hat, drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann lassen wir den Ball tatsächlich fliegen. Bis dann!